Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft Mists of Pandaria Level 1 bis 90 mit meinem Mönch. Wir befinden uns auf dem Kunlai-Gipfel und ich nehme gerade hier die Daily an. Sprecht mit Meisterin Cheng auf dem Gipfel der Ruhe und messt euch mit ihr. Und ich muss euch ein bisschen was erzählen. Ich habe mich angemeldet hier schon für Verlies. Oh, und es sieht gut aus. Vielleicht kriegen wir das noch hin, bevor ich hier den Inf bekomme. Wo geht's denn lang? Und ich habe gerade eine Weltreise hinter mir. Ihr wisst ja, ich war im Eschental. Welche ist das? Die da hinten? Eine Weltreise hinter mir, weil ich... Ach, ich erzähl's euch nachher. Ich muss mich jetzt erstmal kurz konzentrieren. Auf jeden Fall hat's mich derbe aufgeregt, wie blöd ich selber wieder war. Ich erzähle es euch gleich. Wir waren im Eschental. Ach, fuck. Okay, gehen wir erstmal ins Verlies. Erzähle ich es euch doch nachher. Und wir haben den 8. Geburtstag von WoW gerade. Das heißt, wir bekommen noch mehr Erfahrungspunkte. Ich sag mal noch Hallo. Slash P. Ah ja. Und durch unser Gear bekommen wir noch mehr Erfahrungspunkte. Und hier gibt es Quests und wir bekommen immer noch mehr und noch mehr und noch mehr Erfahrungspunkte. Was müssen wir denn machen? Ziele? Ausbildung? Ne, halt, das ist das Falsche. Den Typ da töten, okay. Geht's schon los? Ne, geht noch nicht los. Das kann mal weg hier. Was geht ab? Ich war noch gar nicht im neuen Verlies, glaube ich, seither. Da steht ein Lichtbrunnen. Warum? Kriegt man da einen Buff? Drauf geschissen. Wird hier gefistet. Ja, dann kann ich ja doch euch nebenher jetzt die Geschichte erzählen. Und zwar standen wir ja das letzte Mal im Eschental. Und oh, GZ mit dem Buhn. Und ich habe mir überlegt, wo ich meinen Mount herbekomme. Ne? Und ganz viele, ja, Moonboon, Mönch bekommt seinen Mount in Sturmwind, eine Schildkröte, da bei einem großen Ballon und so. Und ich dachte mir, ja klar, natürlich. Warum nicht? Stimmt schon, ne? Und deshalb bin ich gerade extra zum Schiff gelaufen und bin nach Sturmwind. Und dann stand ich da und denk mir, fuck, ich bin ja gar kein Pandare, ich bin ja Trainei. Deshalb gelten für mich ja Trainei-Mounts. Und es gibt ja keine Mönch-Mounts, es gibt ja nur rassenspezifische Mounts, keine Klassen. Außer eben bei Pala und Todesritter und so. Aber auf jeden Fall bin ich dann zurück ins Eschental mit dem Ruhestein und habe dort einen Flugmeister genommen nach Eschental. Nicht nach Eschental. Nach Exodar. Hab gedacht, dann hole ich mir halt so einen fetten Elefant. Und wisst ihr, was mir während des Fluges eingefallen ist? Hallo, Mr. Pandaria? Ich habe meine ganze 113 Mounts einfach sofort zur Verfügung, wenn ich Level 20 werde. Ich muss ja nirgends mehr hin und mir meinen Mount kaufen. Deshalb war alles umsonst. Alles. Naja. Egal. Jetzt sind wir hier im Verlies. Welches übrigens für Level 20 bis 30 ist und wir sind gerade 20. Das heißt, wir dürften fett Erfahrungspunkte bekommen. Mit dem ganzen Zeug, WoW-Geburtstag. Und eigentlich wollte ich jetzt eben noch da vom Mönchsgipfel diesen Elfenkunlei-Gipfel mit diesem Buff. Aber das sollte wohl nicht sein. Ich habe noch richtig überhaupt kein AOE. So. Ich kotze mich ein bisschen an. Aber Wayne, jetzt gehen wir durch und checken uns hier die Erfahrungspunkte ab. Kann der irgendwas? Wahrscheinlich nicht, oder? Der Mönch-Tank. Cool, ja? Er macht gar nichts. Ich stelle mich mal hinter ihn. Gleiche Boss. Randolph Moloch verschwindet. Wohin verschwindet er denn? Wir geben ihm mal die Furorfäuste. Bam, 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 bam. Da verschwindet er einfach wieder. Ich frage mich, was das für einen Sinn hat, dass er hier die ganze Zeit verschwinden will. Okay, da geht er down. Leder, Beweglichkeit, Ausdauer. Wer ist das? Dudu. Schaden. Ja, ich bin auch Schaden. Ich nehme es auch.
Wo lang? Wo lang? Wo lang? Anscheinend hier. Habe ich jetzt nicht die Quest vergessen? Gehen wir weg hier. Was war mit der Quest? Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht mal durchgelesen. War es nicht einfach besiegt? Bla bla. Aber das ist hiermit nicht getan. Das heißt, das brauche ich nicht. Lass nochmal sehen. Kehr zurück. Gibt es nur eine Quest? Nee, da gibt es ganz viele Quests. Die habe ich nur alle übersehen. Oh, Raufel. Gehen wir danach nochmal rein. Hab mich schon gewundert. Das kam jetzt ein bisschen komisch vor. Wahrscheinlich waren die NPCs am Anfang in Fight und man konnte die Quest nicht annehmen oder so. Oder ich habe es einfach nur übersehen. Ey, es kann alles sein. Oh, er pullt hier einzeln. Sind die gefährlich oder was? Sieht zwar nicht so aus, aber sind wir mal vorsichtig. Dead? Eine tropften Schild. Brauchen wir nicht. Die Feuerelementare im Verlies. Natürlich. Willkommen. Als könnte man sie hier unten einsperren. Ah, den zu töten ist auch eine Quest. Okay. Egal, wir sind ja noch oft genug. Es gibt bestimmt fette Erfahrungspunkte. Hier mal Fuhr auf Fausten. Oh ne, noch CD. Todesstoß. 1259. Stoff. Nein. Warum kann ich denn Bedarf auf Stoff würfeln? Die da brauchen wir auch nicht, oder was? Dann gehe ich ganz schnell. Und nehmen noch... Oh, stopp, 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 stopp. Und nehmen noch die anderen Quests an. Ach, das gab's in den Nebenräumen. Deshalb sind die hier reingelaufen. Hallo. Schönen Tag auch. Grüße. Seid vorsichtig. Okay, jetzt kann's weitergehen. So wie es aussieht, hat er es auch vergessen. Da kommen die Gnolle. Was war jetzt die letzte Quest? Besiegt Hogger? Oh, geil, wir töten Hogger. Wird auch Zeit, dass ich das mal auf YouTube stelle, wie man Hogger tötet. Finde ich cool, was sie so aus ihm gemacht haben. Am Anfang war immer dieser gammelige Knoll im Wald. Und jetzt auf einmal im Verlies der Endboss. Cool, ey. What the? Target Switch. Wir sind gar nicht mal so schlecht hier mit unserem Level 20. Was sind denn die anderen alle? Können wir dann gleich mal gucken. 25. Stu, 24, 22, 26. Coole Sache. Geht ab. Da hinten steht er ja schon. Oh shit, was macht er? Ah, muss mir hier erst noch den Raum klären. Oh, das ist bestimmt nicht einfach. Das ist bestimmt genug Mongos, so wie mich, die einfach reinrennen. Ich bin erst Level 20, pull ich den jetzt nicht? Oh, das war klar. Was ist das? Stoff. Blut. Blut weg. Wir könnten eigentlich hier mal den... Toll, das gewinne ich jetzt.
den Raid einblenden? Kann ich nicht. Warum kann ich nicht? Okay. Dann halt nicht. Schade. Bam. Die Vorrauffeuchte gehen ab, die mag ich. Kette? Nein. Lol, sogar ihn kann ich betäuben mit den Furorfäusten. Ist ja cool. Ich dachte, es geht bei Boss vielleicht gar nicht. Horror wütend. Verlies von Sturmwind. Stoff. Pff, crap. Was kann ich für euch tun? Dankeschön. Was haben wir hier? Finger ausdauernd ausweichen. Leder, was ist das? Kopf, das ist ja total besteuert. Und Stab, dann nehmen wir den Finger mit. Egal, auch wenn er nichts für uns ist. Ja. GZ, GZ. GZ, GZ, GZ. GZ, GZ, GZ. Und dann geben wir noch das am Anfang an. Am Anfang ab. Entschuldigung. Und dann machen wir das Ganze gerade nochmal. Was hat es jetzt gegeben? Fast ein Level. 99%. Noch ein bisschen mehr. 100 Quests abgeschlossen. Und Stufe 22. Was ist das? Berührung des Todes. Vermächtnis des Kaisers. Oh, das ist unser Buff, oder? Was ist hier? Berührung des Todes. Ihr nutzt eine Schwachstelle in der gegnerischen Siedlung, wenn das sofort stirbt. Nur gegen Kreaturen, die gleich viel Gesundheit wie ihr oder weniger haben. Nice. Was ist das? Karma-Berührung. Sämtlich erlittener Schaden wird 6 Sekunden lang auf den Gegner umgeleitet, statt euch zu treffen. Der umgeleitete Schaden kann eure Gesundheit nicht übersteigen. Nice, das machen wir mal hier hoch. Das machen wir hier runter. Und mein neuer Buff. Ihr rezitiert Stärke, Beweglichkeit, Intelligenz um 5%. Okay, coole Sache. Gruppe verlassen. Und dann machen wir schnell diesen Wicht hier. Seid gegrüßt. Wie viel Leben hat er? 4000. Kann ich dann bei 1000, kann ich ihn da berühren? Oder geht es gar nicht? Nur gegen Kreaturen, die gleich viel Gesundheit wie ihr oder weniger haben. Ja, maximale oder aktuell? Ich glaube aktuell, oder? Berichtet mir von euren Reisen. Ja, jetzt gucken wir mal. Hallo. Sabbel nicht. Greif mich an. Komm schon. Sabbel nicht. Komm schon. Verbeugt euch von mir. Verbeugen. Now you have my permission to die. Oh halt, falsch angefangen. Da, in your face. Wow, raus hier. Jetzt wird er gepummelt. Bam, 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 bam. Was machst du jetzt, ne? Dämlicher Fellerpummel. Oh ja, ich kann tatsächlich ihn berühren. Wenn ich genug Ding hab. Boah. Nice. Hallo. Okay, das war's. Ab nach oben. Wir können uns jetzt schon mal anmelden. Nochmal Verlies von Sturmwind. Ah, jetzt ist schon gelb. Ja, jetzt sind wir schon 22. Das ging ja echt fix. Mit 20 sind wir rein, mit 22 raus. Aber es war beides am... Also 20 war schon am Ende. Daher haben wir effektiv nur ein Level bekommen. Komm her. Berichtet mir von euren Reisen. Tada! Es gibt auch nochmal 5000 Erfahrungspunkte, das ist nice. Euer Training ist für heute abgeschlossen. Geht morgen zurück. Nein, das brauche ich nicht.
Und dann gehen wir zurück nach... Nee, das brauchen wir gar nicht. Nehmen direkt den Ruhestein. Oh, das hält 2 Stunden. Ist auch nice. Ich dachte nur eine. Und dann geben wir uns nochmal den Dingsbums. Geburtstagsbuff. Und wie ihr seht, befinden wir uns tatsächlich hier in Astranar, weil ich hier extra hergelaufen bin für den Flugmeister. Ey, aber ich kann den Wasserschreiter nicht reiten. Benötigt die Fähigkeit unerfahrener Reiter. Oh, oh. Kann ich die anderen Sachen wenigstens benutzen? Reitsiege? Nein! Muss ich jetzt doch nach Exodar und reiten lernen? Ich habe gedacht, das kann man jetzt auch automatisch... Wollt ihr mich verarschen? Muss ich jetzt tatsächlich... Das kann nicht sein, oder? Kann ich das irgendwo nachgucken? Mein Reitskill? Gibt es das noch? Ein erfahrener Reiter. Sieht nicht so aus. Berufe? Fähigkeiten? Nee, das ist ja mönchspezifisch. So ein Crap. Muss ich jetzt wirklich noch reiten lernen? Nur damit ich... Unerfahrener Reiter? Oder muss ich einfach so einen Anfänger-Mount nehmen? Was ist denn... Dieses hier müsste ja auf jeden Fall gehen. Aufsitzen. Geht auch nicht. Warum geht's alles nicht? Das ist unglaublich. Fuck! Wo ist denn so ein ganz normales... Da... Nee, halt schneller. Ist auch schon wieder zu schnell. Schneller, schneller, schneller ist alles zu schnell. Rappe. Typisches dämliches Anfänger-Mount geht nicht. Muss ich echt reiten lernen. Also, dann fliegen wir doch nochmal nach Exodar. Halt mal, da Nase ist näher. Da kann man auch reiten lernen, oder? Bestimmt? Ja, irgendwo. Oh, fliegen wir mal hin. Und wie sieht's hier aus? Okay, ich melde mich wieder, wenn wir wieder in der Ini sind. Bis gleich. Und wir haben Inf. Und ich kann reiten. What's up? Ich liebe diesen scheiß Schreiter. Er ist einfach so lustig. So, ja. Zurücksetzen. Und wieder nett begrüßen hier. Hiyo. What's up? Ist das dieselbe Gruppe? Weiß nicht. Warum kann ich eigentlich hier... Mein Ding, das habe ich bestimmt falsch eingestellt. Warum verschwindet das nicht aus meiner Fresse? Das frage ich mich die ganze Zeit. Kann ich mal bitte in the face? Schlachtzug, Gruppe. Genau. Klassenfarben anzeigen. Okay, das war's doch schon. Mehr wollte ich ja gar nicht. Nice and easy. Ach, er ist Heal, okay. Der Vari ist der Tank dieses Mal. Coole Sache. Na dann, Vari. Level 23. Hau de Bigel nie! Wie man bei uns so schön sagt. Bisschen Ski sammeln und dann können wir hier... Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich krieg schon Mitleid in der Gilde. Weil ich immer durch die Gegend... Oh, hoppla! Target Switch. Ging mit mir ab? Target Switch. Fuck. Das war die Todesrolle. Wie willst du noch buffen eigentlich? Kann mir wer helfen, ein paar Arena-Siege einsammeln? What? Er cleart hier. Warum cleart er? Erfahrungspunkte for the win, oder was? Boah, die haben überhaupt kein Leben hier. Die machen wir schnell um. Die machen wir schnell um. Hau mal schnell oben, komm! Ich muss immer an Bane denken. Findet ihr auch, dass Bane voll der coole Bösewicht ist? So, aus Batman, aus dem 9. Ich habe ihn jetzt erst gesehen, ich weiß, ich bin so lame. Ich bin so 2012, so schlecht. Aber trotzdem, was haltet ihr von Bane? Vor allem seine
ruhiger Art und seine Stimme mag ich und seine Überzeugung und alles. Also, oh ja, Shami, du bist der Held. Wie er redet. Man muss sich einfach nur eine Tasse oder einen Becher vor den Mund halten und man kann genauso reden wie Bane. Now you have my permission to die. Müssen wir mal noch auf Deutsch angucken. Boah, ich muss klicken. Schon rolle ich wieder. Oh, zu spät. Ich glaube, ich muss mal die Rolle wegmachen hier. Während im Dungeon. Genau, und ich lege mir das mal dahin. Was ist eigentlich los mit dem Krieger? Kann der mal ein bisschen Akku halten oder so? Sieht auch irgendwie aus, als hätte er nichts an. Das, der Mage zieht auch die ganze Zeit Aggro. Oh, und da habe ich's Aggro. Ja, den Boss mitgepult. What? Jetzt geht die Party ab hier. Oh, Wipe. Toll. Geile Arbeit, echt. GZ. Können bitte alle Gimplords mal aus der Gruppe verschwinden? Bitte? Danke. Gimpy, Gimpy, Gimpy Lords. Ist jetzt mein Buff weg? Ah ne, der eine ist noch da, aber der da ist weg. Den brauchen wir wieder. So eine tragische Verschwendung von Leben. Alle anderen sind tot, oder was? Now, you have my permission to pull. Ich würde dich ja gern heilen, Bro, aber ich hab nicht... Ey, Alter, das ist doch wohl nicht wahr, oder? Wie dumm kann eigentlich ein Mensch sein? Er rennt einfach hin und... Oh. Zum Glück war es nicht der Boss, sondern nur so ein normaler Spacko. Und Krieger down. GZ, Erdman. Erdman tomorrow. Ach, Farazon. Erdmal, die anderen sind doch aus der Gilde, oder? Er nicht. Also, das bin ich. Lol. Nein, war das der Einzige? Ah, ne, der Mage noch. Okay. Also, Erdman, schaffst du es heute noch, oder? Muss ich dir in deinen Anus treten? Komm schon. Tritt in den Anus. Oh, er hat sie wunderschön rausgepult. Ich mach keine Aggro, ich mach nichts. Mal schauen, ob er sie gepult oder zusammengepult hat. Den hier hat er auf jeden Fall, so wie es aussieht. Können wir sie alle pummeln? Vielleicht hilft ihm das ein bisschen. Oh, da verliere ich schon wieder von allen, die... What, er ist tot? Oh, ich kann mich nicht heilen. Hast du hier keinen Bock zu heilen? Wer ist jetzt gelieft? Hat hier keiner Bock zu heilen? Der Mönch war doch... Genau, der zweite Mönch war Heal. Der hat aber auch keinen Damage gemacht. Hat er geheilt? Jetzt können wir es noch nachschauen. Heilung und Absorb. Ja, ja, hat er geheilt. 12,4k. Das ist einfach ein schlechter Tank. Mehr ist es nicht. Fertig ist der Lack. Hallo? Jetzt haben wir ein paar Lane, also... Oh, 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 oh. Nice. Wurde gepult? Nein, es wurde nicht gepult. Doch, es wurde gepult. Okay. Dann schauen wir mal.
Vielleicht kann ich ja wenigstens die Aggro von einem Mob halten. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und die Lederschuhe von vorher. Da mache ich Bedarf drauf. Nice! Und die ziehen wir gleich an. Jetzt sind wir noch mehr Imbär. Siege in der Kriegshöhle Schlucht. GZ? Der Mage pullt. Kein Wunder, dass der Krieger kein Aggro halten kann, wenn der Mage die ganze Zeit pullt. Aus derselben Gilde, eh? Können wir ja so Scheiß machen hier. Loot? Loot? Ja, Loot. Auch wenn es nur graues Scheißzeug ist, es gibt alles Gold. Geh doch nicht in diese Dinger rein! Oh! Fuck! Manche Leute. Komm schon. Was gab's jetzt? GZ-Krieger. Willst du dich noch auch da rein noch vielleicht? Rechts? Hm? Warum nicht? Komm, geh doch rein. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich führt Erfahrungspunkte. Lass ich's durchgehen. Die Frage ist immer, lohnt es sich hier so einen Raum zu klären für ein paar mickrige Erfahrungspunkte? Oder lohnt es sich schnell durchzugehen, damit man nachher Zeit hat, die Ini quasi nochmal zu machen. Und dadurch insgesamt nochmal mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Was machst du? Kommst du hier raus, ja? Denkst du, bist cool oder was? Und du, hä? Hä? Ist gepubbelt. Auch wenn es völlig unnötig war, weil der Arcan-Mage einfach wieder alles weghaut hier mit seinem Arcan-Schlag. Oh, da spielen ein paar Leute PvP hier, ne? Mit der Lyonga Allianz, cool, ne? Oh, da geht's weiter. Der auch noch? Vielleicht? Erdman. Hallo, ich bin Erdman. Der Man aus der Erde. Oh, die werden garantiert gefunden. Kommt her. Da geht er down. Oh, oh, oh. Ne, brauche ich nicht. Ja. Ja. So. Machen wir das aus dem Weg. Regen. Von ihm, oder? Wir haben ja keinen Hexi dabei oder so, aber es hat überhaupt keinen Schaden gemacht. Wieder die Stoffhose. Brauche ich nicht. Aber ich muss ihn looten für die Quest. Yeah, genau. First Gluthitzes Feuerkern. Klingt Rock'n'Roll. Bezwingt Gekran. Cool, ne?
Und wo genau geht ihr hin? Hocker töten? Warum geben die eigentlich gerade nur so wenig Erfahrungspunkte? Steigen wir aus dem Busch? Ah, okay. Oh man. Ich glaube aber, er tut sein Bestes. Ist, glaube ich, auch nicht so einfach als Low-Level-Krieger. Ich habe ja selber 2 hochgespielt. Und am Anfang hat man echt keinen Massensport und solche Scheißen. Also. Und er macht auch den Donnerknall so oft er kann, glaube ich. So wie ich es jetzt beobachtet habe. Bam, bam, badadam. Oh, bitte geh nicht links und rechts. Lass uns doch einfach jetzt durchmarschieren. Go, go. Go, go, Powerkrieger. Erdman aus dem Erdloch. Ich bin Erdman aus dem Erdloch. Ich weiß es nicht. Dennoch tank ich doch. Yeah, das war ein Monsterreim. Morgen auf iTunes. 30 Euro. 30 Euro. Nur. Ohne die Quests ist echt hart, ey. Die machen, glaube ich, am meisten aus. Von den Mobs selber hier bekommt man echt wenig. Das ist 258, das kann doch nicht normal sein. Guckt euch mal an, was wir haben. Wir haben hier 50% mehr. 58 und durch unser Gear haben wir 45. Das sind über 100% mehr. Und trotzdem geben die Mobs hier so wenig. Irgendwas stimmt doch gar nicht. Haben wir vielleicht irgendwas zu Hohes dabei? Nee, haben wir auch nicht. Oh shit, er hat alles gepult. Er hat mal wieder alles gepult. Okay, aber da kann ich ihn nicht rausreden. Ja, yeah, ich werde geheilt hier. Ich tank like a boss. Nur kein Chi. Oh, fuck. Wie oft kann man eigentlich im Verlies sterben? Mal ganz ehrlich. Das ist ja wohl ein Witz. Oh, da ist noch der Boss. Nice. Wird hier einfach fließend weitergemacht, oder was? Machen wir erstmal die Kleinen hier kaputt. Nein, 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 nicht die Großen. Nein, nicht den Großen, nicht den Großen. Genau hier, den Kleinen. Kann ich dich mal pummeln? Dass du mal wenigstens die Fresse hältst. Okay, einer down. Was haben wir hier? Noch einer? Komm her, Bro. Oh shit, da kommen die anderen. Ich wollte gerade sagen, wie oft kann man eigentlich im Verlies sterben, aber das hatten wir ja gerade schon. Wäre ja irgendwie langweilig.
Der erste Run war deutlich einfacher. Pala, komm, du bist der Heal. Der Tank pullt eh wieder gleich, ohne Plan. Wir brauchen dich hier. Komm schon, komm schon. Nein, der Mage pullt ohne Plan. GZ, Mage. GZ. Du hast den Plan. Pummeln, komm. Machen sie keinen Schaden. Ja, was ist das? Oh, der Pala ist da. Er ist angekommen. Ja, da hinten ist noch einer. Habe ich vorher auch nicht 500 Schaden gemacht mit einer Furo-Faust? Auf einmal sind sie dann... Das stimmt nicht. Ist mein Gear kaputt oder so? Kriege ich deshalb so wenig Erfahrungspunkte? Oh, ist das? Mehr Beweglichkeit. Ein Ausdauer weniger. Das nehme ich mit. Der Hogger, da geht er down. Komm schon, 3G. Dann können wir unseren hässlichen Berührungsfimmel-Dingsbums machen. Ah, ich hab keine 3G gehabt. Oh. Okay, auch egal. Was haben wir hier? Boots mit Int. Brauche ich auch nicht. Oh, und jetzt nichts wie raus aus der Gruppe. Das war ja wohl... Nein, ich habe vergessen, die Quest abzugeben. Fuck. Kann ich mich noch reinportieren? Nein, ich habe die Gruppe verlassen, gell? Ah, Moonpoon. Schau doch mal deinen Kopf an. Okay. Ich glaube, das gebe ich dann mal wann anders ab. Ah, das war's für heute. Ich bin erschöpft, ihr merkt's bestimmt. Hab vorher schon Warcraft 2 aufgenommen, zwei Games nacheinander. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat... Könnt ihr es ja gerne positiv bewerten und Kommentare schreiben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder auf einem Mount. Hey, Chica. Chica. Woo, Chica. Ciao, ciao.